Final Battle. Pointy Head. Gucken. Bringt mehr. Und durchgucken, was wir noch so alles haben. Ey, wir haben ja noch eine ganze Menge, muss man echt sagen. Aber das wenigste davon ist gebrauchbar. Außer du, du hast vielleicht noch einen Nutzen. Wobei, ne. Eins, was wäre, wäre die Axt. Ja. Ja, also. Mehls sind auch nicht mehr gerade die stärksten da. Boots brauche ich keine. Jetzt bin ich eigentlich gut ausgerüstet. Ich würde sagen. Leute, Safe State. Hey ho. Let's go. What is this place? Und die wahre Form des Engels. Sacred Demon Shire. You see, I finally served myself from this grave. No, I will assume my lore of Dark Lord. His fall is now complete. I will be king and you will die. Und das ist eine miese Attacke, die macht er andauernd. Ihr seht, es sind Giants dabei. Und Giants halten einfach nur einen Arsch voll aus. Vorteil ist jetzt, ihr seht jetzt vielleicht, warum ich das gerade eben gemacht habe. Wir haben nämlich volle... alles so übernommen, was vorher auch da war. Aber ihr seht, die Viecher sind stark. Die Viecher sind nicht nur stark, die Viecher sind Imba. Weil. Die sind gerade mal Level 35. Gerade mal. Ich sag bewusst gerade mal. Ja. Aber die halten so viel aus, die Mistviecher. Und sobald ein paar davon tot sind, holt ihr direkt neue und. Das ist so ätzend. Es ist einfach nur noch ätzend. Das macht. Dieser Part des Spiels macht keinen Spaß mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Part geht es einfach nur darum, möglichst viel gleich, sobald wir ein bisschen die Kette durchbrochen haben, auf Shire zu kloppen. Und gut ist. Kurz einen Heal Plus durchfühlen. Aber es geht wirklich nur noch darum, alles auf Shire zu kloppen, was irgendwie da ist. Und den Rest vollkommen zu ignorieren. Mit den Healern vielleicht noch ein bisschen hinten rumspielen. Aber selbst da hat man Probleme, wenn man Shire wirklich... Weil wenn man direkt vor Shire steht, haut er einen weg. Und es ist wirklich ein epischer Bosskampf. Das muss man schon sagen. Also für einen Bosskampf ist es echt okay, aber... Es macht mir persönlich kaum Spaß. Aber ich will es euch ja zeigen. Ich will es euch ja zeigen. So, ja, und jetzt kommt irgend so ein mies Kataklysm. Und ihr seht den Schaden. Ihr seht den Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. Vor allem schief. Hier kann ich direkt wieder an Heal-Plus hin klatschen. Also es ist echt traurig, erbärmlich und heftig zugleich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon wirklich halte. Ach ja. Da war ja noch was. Ihr habt gerade die Null gesehen. Null werdet ihr jetzt wiedersehen. Ihr seht, der Typ kann nicht keinen Schaden kriegen. Normalerweise, wenn ich jetzt angreifen würde, würde er sagen, ja, ich nehme keinen Schaden, meine mystische Barriere. Aber dafür ist Longius da. Das hat beim ersten Mal, als ich gespielt habe, oh, meine Barriere ist gebrochen. Longius, der Spornspeer, es ist ein Teil von ihm. Verdammt, es gehört zu seinem Horn. Nee, aber, als ich das erste Mal reingegangen bin, hatte ich Longius nicht dabei. Der größte Fehler meines Lebens. Aber ihr seht, 6 Schaden. Das sind Winzbeträge, die ich jetzt an ihm ausrichte. Und mit diesen Winzbeträgen muss ich mich hier wirklich durchkloppen. Eins der Positive dabei ist, dass er nicht zurückschlägt. Das ist wirklich alles. Alles, was irgendwo was Positives hat, er schlägt nicht zurück. Boogie, boogie, boogie. Ganz im Ernst. Das ist viel zu heftig. Ich sage euch, wenn ihr hier mit Level 35 bis 40 reinkommt,
habt ihr einen Kampf vor euch, der ist nicht mehr feierlich. Der ist echt nicht mehr feierlich. Bam. Und ihr seht, es wird halt immer heftiger. Down. Da kommt die normalen Angriffe. Und jetzt macht er nämlich das dezent schon wieder. Jetzt kriegt er nämlich da den Giant und da den Ninja. Und die können in dem Moment auch noch angreifen, was total übertrieben heftig ist. Und oh, ihr merkt, mir macht das gar keinen Spaß hier zu kämpfen, weil es ist... Das Problem ist, es ist noch nicht mal eine Herausforderung. Es ist noch nicht mal eine Herausforderung, es ist einfach nur pures Abgeschlachte von irgendwas. Atropos, 100 Schaden. Ich will nicht wissen, wie viel ich dafür kriege. 102, ich kriege mehr Schaden wie er dadurch. So, und der Rest kann sich jetzt wieder um die Ninjas kümmern. Um alles. Und gucken, dass sie überleben. So, du brauchst einen Heal. Komm, wir haben eh noch genug. Wir haben ja eh noch genug. Nee, aber es ist heftig. Ich meine, okay, dann sieht man wirklich, wie viel man auch gemacht hat, wie viel auch gemacht wurde. Und das Schöne ist, dieses Spiel hat, lasst mich lügen, ich glaube 6 Enden oder 5. Wir kriegen automatisch das Böse, weil wir Ellie ja noch nicht mitgenommen haben. Das kann ich euch jetzt schon spoilern. Aber, man kann es immer und immer wieder spielen. Weil jedes Mal anderes Ende. Selbst die Story innerhalb verändert sich. Oh, und es ist einfach nur, es ist... Ich liebe dieses Spiel, es ist ein geniales Spiel in meinen Augen. Und... Nee. Ja, und ganz im Ernst, es ist awesome. Und jetzt beginnt es böse zu werden. Ihr seht, der eine Ninja ist kein Ninja mehr. Der eine Ninja ist jetzt ein Dragoon. Der muss weg. Weil Dragoons sind einfach nur heftig. Der hat einen Nether Weapon an. Damit kann er automatisch, so nach dem Motto, ja, pff, weil ich es eben kann. Atropos, 81 Schaden. Oh Gott, ich muss unbedingt gleich die Healerin hier vorne haben. Naja, der Dragoon muss weg. Der hat, soweit ich weiß, nämlich einen Nether Weapon an. Ja. Bryoniac ist eine Nether Weapon. Hier plus, da. Beide mal kurz heilen. Ein Stück weit. So, das heißt, du darfst dich jetzt um den da kümmern. Hoffentlich reicht. Ne, es reicht natürlich nicht. Was habe ich denn erwartet? Aber ihr merkt, es ist echt ein heftiger Kampf. Es ist in meinen Augen ein epischer und schöner Kampf. Er hat wirklich den Titel Endfight verdient, weil es ist echt heftig. Also wer hier überleben will, der muss wirklich was drauf haben. Und da reicht es echt nicht, 0815 Sachen anzuhaben. Da muss man wirklich schon die besten Sachen anhaben, die es gibt. Jetzt zeige ich euch einen kurzen Trick. Und zwar einmal da. Und einmal da. Damit haben wir gerade einen im Affekt getötet. Ja. Und weiter auf den Dragoon. Weil der Dragoon, ihr seht, der macht übelst heftigen Damage und geht direkt Level up und was nicht alles. Die Titanen haben halt noch den Vorteil, die sind wenigstens schön langsam. Aber der Dragoon ist noch nicht mal langsam. Der Dragoon ist schnell, haut drauf, kann so viel und... Apokalypse. Au. Okay, das hat jetzt weniger gezogen, als ich erwartet habe. Atropos. Na komm schon, 119. Wie viel kannst du ihm reindrücken? Kein Heal. Mal an. Heißt, er hat nur 80 Leben. Nächste Runde sollte es Geschichte sein. Aber um ganz sicher zu gehen, müssen wir halt nochmal hier Platz hier entziehen.
So, und falls es nicht so sein sollte. Ah, nicht Teleport. Thunderbird. Noch eins. Hab ich natürlich genau verkehrt gestellt. So, das dürfte es mit dem Dragoon eigentlich gewesen sein. Seine überlebt irgendwie ganz knapp. Ja, ganz knapp. Hätte ich jetzt einen Drache dabei, würde ich den Drachen den Dragoon killen lassen. Einfach nur, weil das kann. Weil es cool wäre. Boah, ne, ich weiß, was ich jetzt mache. Saya hat doch von mir so ein Ding bekommen. Ein Fiebler. Sieht das Leben? Squeeze. Okay, es reicht nicht. Okay, dann kommt eben der normale Angriff. Zack. So, und jetzt wird interessant. Au. Das Ding. Ja, nee, direkt davor. Shit. Boah, Schwein gehabt, oder? Und es sind auch nur Ninjas. Das heißt, es ist nicht so schwer. So, Leute. Das war's. Final Strike. Go. Oh, schön. Oh mein Gott. Episch. Ich lasse es gerade absichtlich auf 100% laufen, weil... Gott, ihr wisst nicht, was das für ein Genuss ist. Es ist ein Genuss ohnesgleichen. Nach fast einem Jahr, endlich dieses Spiel beendet zu. Mit einem sauschlechten Ende. Gott, Tür ab von mir gern. Hast du mich wieder fallen gelassen? Werde ich für ewig schweigen? During the Ogre Battle, I fought to you, Wellen. Du hast keine Art, du kannst nirgends mehr nachhauen. Du bist ein Diener des Bösen, der Schatten. Selbst Gott kann, selbst Gottes Liebe kann ich nicht erreichen. Der ist noch. Willst du komplett verschwinden oder willst du wirklich Gott dienen? Wenn ich zurückgehe, dann gehe ich mit dieser Welt. Warte. Und jetzt kommt der epische Moment. Wish would never have come true. There's no change that God would give me. It's bad. In dem Moment, do you still love God? Und hier greift normalerweise Eleanor ein. Opfert sich, damit der Engel sich nicht in die Luft jagt. Aber das tut sie jetzt nicht, weil wir sie nicht dabei haben. Normalerweise geht Eleanor jetzt mit diesem Engel hoch und opfert sich, damit wir leben und eins der anderen Enden sehen. My Lord, God, I want to be by your side. Jetzt siehst du, sehen wir halt extremst traurige Szenen. Eleanor, lauf, die letzten Worte unseres Helden. Jetzt kommt was Heftiges. Sie steht immer noch draußen und wartet auf ihn, dass er rauskommt. No, seht! Du hast mir versprochen, dass du zurückkommst, elender Lügner. Dieser Kampf zwischen Licht und Schatten. Was ist nur passiert? Ich lasse es absichtlich so langsam laufen, Leute. Es ist einfach nur... Es ist für mich ein Genuss, ein elend tolles Gefühl. Es ist immer noch kalt draußen. Sollten die Fenster schließen. Es ist schneit. Es hat seit diesem einen Tag nicht mehr geschneit. Aber seht, I want to come with you. Sie wäre lieber mit uns gestorben, als allein auf dieser Welt zu sein. Es ist echt traurig. Was passiert aus der Mehrheit? Ihre Schwester, die uns ins... Sie, die Blonde ist, die uns ins Bär gegeben hat. Und das andere ist die, die ins Bär gefunden hat. Und beide gehen jetzt von dieser Welt. Leute. Das war's. Endgültig. Das Let's Play ist hiermit...
fast offiziell verändert. Ich lasse noch gerade die Ding gerade schnell durchlaufen. Aber es ist fast komplett beendet. Es ist beendet. Und Leute, ich bereue gar nichts. Listen to it. It's known on that day. Hier ist meine Bewertung, Leute. Ich hab's C-Ending. War klar. Man kriegt's nicht anders. 90 Stunden gespielt, Leute. 100 Stunden fast. Zwei Leute verloren. 7 rausgelassen. Ich hab ein paar Prozent der Klassen. Ich hab kaum Items. Ich hab ein paar der Emblemen. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich hab's Spiel durchgespielt. Ich bin glücklich drüber. Ich werde wahrscheinlich noch irgendwann die Tage oder... Kann auch sein, dass erst in 2 Jahren oder im Jahr kommt oder sonst was. Werde ich noch ein paar... Edits hinzuschmeißen, wie man noch diese wie sie Bücher nutzt. Und ich habe noch ein paar Sachen nicht gezeigt und. Aber nicht jetzt, Leute. Jetzt gehe ich feiern. Euer Black Seed. Ciao, ciao.